Genau, also in diesem Webinar geht es um die Rolle des Darms und der Hormone bei Long-Covid. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zum heutigen Webinar, wo wir uns mal die Möglichkeiten der Komplementärmedizin anschauen werden. Und wir haben so circa eine Stunde, je nachdem, wie viele Fragen sind und so weiter. Für die, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Marc Siebelt. Ich bin Therapeut für Ganzheitsmedizin und auch Fachberater für Darmgesundheit. Und eine andere Spezialität ist noch, was ich so mache, ist medizinische Entspannungsverfahren wie das autogene Training. Und ich habe meine Praxis hier am Zürichsee in der Schweiz und mache hier vor Ort Beratung, habe aber auch sehr viele Videoberatungen und da ist es ja egal, wo man ist. Genau. Ja, was ist eigentlich Long-Covid? Und ich habe diese Übersicht mal genommen vom Labor BioVis, weil die häufigsten Symptome sind hier gut abgebildet, so Fatigue und Belastbarkeitsprobleme, aber auch das ganze Schmerzthema, sei es Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, aber auch häufig auch noch Verdauungsprobleme. Und das sind so gehäuft Sachen, die vorkommen. Und ungefähr 10%, die eine akute Infektion haben, leiden darunter. Und ich sag mal so, die Long-Covid-Impfungs- oder wie man das nennen will, Probleme sind häufig sehr ähnlich. Und man muss sich fragen, wie kann denn das eigentlich sein, dass man aufgrund einer grippeähnlichen Krankheit dieses bekommt. Und da muss man sehen, der Unterschied zu Grippe, was ist der genau? Und wenn man das versteht, versteht man auch, warum man diese Sachen triggern kann. Und das schauen wir uns mal kurz an. Wie läuft eigentlich so eine akute Infektion aus mit dem Virus? Und auf diesem Bild, das ist in drei Schritten, ja, das ist so dieses komische Spike-Protein. Sind diese komischen Dinger hier, diese roten. Und die sitzen auf der Oberfläche von den Viren. Also das ist so ein Virus, der hat diese komischen Spike-Proteine dran. So sieht das Ding aus. Und das bindet sich an sogenannte ACE2-Rezeptoren. Was sind das für komische? Das sind so Rezeptoren, die wir auf unseren Schleimhäuten haben. Und zwar vor allen Dingen auf der Lungenschleimhaut und der Darmschleimhaut. Und das sieht man hier. Muss ich vorstellen, das wäre jetzt die Darmschleimhaut. Da hat es diese komischen Rezeptoren dran und dieses Spike-Protein, beziehungsweise das Virus mit diesem Spike-Protein, das dockt da an, das setzt da an. Ja, weil irgendwie muss das Virus ja in den Körper reinkommen und häufig dann über Lunge oder Darm. Das Problem ist, wenn sie es jetzt nur andocken würde und da ruhig sitzen würde, gäbe es keine Probleme. Aber was gemacht wird, ist, dieser komische Rezeptor wird gespalten und danach, wenn das gespalten ist, werden diese Proteine plötzlich aktiviert. Ja, also es sucht sich wie so eine Lücke. Man sieht hier, wow, jetzt ist plötzlich so eine Lücke in der Schleimhaut. Und wenn die Lücke ist, dann hat sich das Virus einen Eintritt in die Zelle, also in die Zelle der Darmschleimhaut oder der Lungenschleimhaut geschaffen. Dann kann das Virus rein. So, und das Gemeine bei Viren ist, Viren, wenn die in eine Zelle gehen, machen sie kaputt. Ja, das ist so. Bei Bakterien ist das anders. Wenn die irgendwo einen Infekt machen, ja, dann läuft das anders ab. Aber bei Viren ist es so, die gehen in eine Zelle, machen die kaputt und programmieren die Zelle so um, dass sie neue Viren produziert. Und Bakterien können nämlich sich selber vervielfältigen, können Viren nicht. Darum gehen die in Zellen. Die Folgen sind erstmal wie bei einem normalen grippalen Infekt, können aber auch weitergehen und zwar mit Schädigung auf den Schleimhäuten, die es befallen hat. Und darum ist sehr häufig dann auch Lungenentzündung oder vor allen Dingen Darmprobleme, Verdauungsprobleme, kann eine der ersten Folgen sein. Und wir haben ja jetzt hier auch, was wir uns da so angucken, ist so eine Entzündung im Körper. Ja? Und wenn diese Entzündung überschießt, also wenn die so außer Rand und Band gerät, weil zu viel Angriff ist auf dieser Schleimhaut, dann nennen wir das eine überschießende Entzündungsreaktion und dann können auch andere Teile im Körper betroffen werden. Ja? Also sprich andere Teile, es kam ja von der Darm- oder Lungenschleimhaut, aber dadurch, dass es dann dort in den Körper kam und mehr Entzündung macht, kann es auch woanders hingehen. Also wo denn zum Beispiel?
Es kann dann aufgrund dieser Entzündung, überschießenden Entzündung im Darm oder Lunge, können es Nervenprobleme geben. Also wie Entzündung der Nerven. Und da sind die Folgen, man sieht das jetzt nur hier auf Englisch, aber Müdigkeit oder diese Muskelschmerzen oder die Gelenkschmerzen. Es können auch Gefäßprobleme die Folge sein. Ja, weil wenn auch Entzündungen auf den Gefäßen entstehen, gibt es da Probleme. Autoimmungeschehen, also ich kenne viele, die entweder nach einer Impfung oder nach einem Covid-Infekt dann halt plötzlich wieder die Neurodermitis aufgeflammt ist oder plötzlich wieder die Schilddrüsenunterfunktion, die autoimmun war. Und auch weitere Entzündungsreaktionen und sehr häufig auch eine sogenannte mitochondriale Dysfunktion, also dass die Mitochondrien, also unsere Kraftwerke, aufgrund der Entzündung geschädigt sind. Ja, und wenn Kraftwerke, also die Energie für uns produzieren, nicht mehr so richtig Energie produzieren, dann sind wir müde. So. Genau, jetzt kommt noch eine Frage: Knötchen in der Lunge, ob das auch davon vorkommen kann. Kommt drauf an, ist die Schleimhaut geschädigt zum Beispiel, kann sowas natürlich auch passieren. Es kann aber auch noch viele andere Gründe kommen. Nur wenn das ungefähr so passt zeitlich, muss man sich fragen, ist es A, weil das Spike-Protein über die Schleimhaut eingedrungen ist und dort was kaputt gemacht hat, oder wurde ein Autoimmungeschehen getriggert, was dann zu Problemen auf den Schleimhäuten führen kann. Prima. Das waren jetzt mal so kurz die Erklärung. Also warum ist das so anders? Weil es halt über die Schleimhäute oder den Darm geht und diese komischen Spike-Proteine, die es bei den ganzen klassischen Grippesachen nicht gibt, die können halt die Sachen schädigen und aufgrund der überschießenden Entzündung, wenn es sie dann gibt, kann es Nerven, Gefäßprobleme und so weiter geben. So. Und darum finde ich es so wichtig, dass man sich auch ein bisschen guckt. Okay, hier ist Sherlock Holmes abgebildet. Dass man so guckt, die Spätfolgen, die man hat. Okay, wo kommt denn das genau hin? Also was genau ist das überhaupt, was ich da angeblich habe? Und was macht das mit mir? Ja, das schauen wir uns jetzt mal für drei Sachen an. Und dann vor allen Dingen, okay, jetzt habe ich es verstanden, was ich da haben könnte. Ist das überhaupt mein Problem? Und wenn es mein Problem ist, ja, gut, wenn man das Problem kennt, aber es wäre noch besser, wenn man weiß, wie man es beheben kann, beziehungsweise die Symptome reduzieren kann. Und das Thema dieses Webinars ist ja Darm und die Hormone. Sprich, wir gucken uns hier mal Sachen jetzt an, die mit dem Darm bzw. den Hormonen zusammenhängen. Und das schauen wir uns für drei Bereiche an. Der erste Bereich, und ich habe das unten immer durchnummeriert. Also wir sind jetzt beim Punkt 1. Man sieht immer die Raute 1 bzw. anschließend Raute 2, Raute 3 für die drei Gebiete, die ich da beschreibe. Ja, was kann im Darm passiert sein? Ja, und ich habe jetzt viele Patienten, die jetzt verschiedene Verdauungsprobleme haben und dann häufig, ja, das war so nach dem Infekt und so weiter, was ist los? Und irgendwas ist passiert mit dem Mikrobiom, Bakterienwild, oder irgendwas so komisches mit SIBO, hat jetzt nichts mit meinem Nachnamen zu tun, Sibelt, sondern irgendwas mit SIBO, oder Leaky Gut, was mit der Schleimhaut. Und das schauen wir uns mal an. Und man weiß aus vielen Forschungen, dass wirklich viele Covid-19-Patienten wirklich Störungen der Darmflora haben. Teilweise vorher schon ein bisschen hatten, dann aber noch mehr. Ja, und da sieht man verschiedene Untersuchungen. Das eine ist vom Ärzteblatt schon von Anfang 2021 oder auch eine groß angelegte chinesische Untersuchung, die in Spitälern gemacht wurde. Und was passiert? Also massive Dysbiose wurde zum Beispiel in dieser chinesischen Studie gefunden. Also Dysbiose heißt ein Durcheinander der Bakterien. Dysbiose ist ja das Gegenteil einer Symbiose. Abnahme von Kommensalen, schön wissenschaftlich ausgedrückt, sprich Abnahme der guten Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, und eine Zunahme von pathogenen Bakterien, also infektiösen Bakterien, zum Beispiel den Enterokokken. Oder auch manchmal sogar eine Sepsis im Darm. Genau. Und diese Veränderungen können bis 2 Monate nach der Infektion noch anhalten, beziehungsweise dann auch erst auftreten. Ja, und das ist diese veränderte Darmflora. So, und das ist hier groß analysiert worden. Und wenn man das wissen will,
muss man in den Darm mal reingucken. Weil was nämlich häufig als erstes passiert, ja, und ich hatte jetzt gerade vor dieser Sprechstunde auch noch einen Patienten mit diesem SIBO, diesem Dünndarmüberwucherungssyndrom. Das bedeutet, dass, oder was ist das eigentlich, dass bestimmte Bakterien, die im Dickdarm sind, plötzlich in den Dünndarm gewandert sind. Und das zeigt sich dann daran, dass diese komischen Bakterien, die sonst schon mal mit uns leben im Dickdarm, plötzlich im Dünndarm Futter kriegen. Ja, und dort können die dann plötzlich Sachen verstoffwechseln, die sie im Dickdarm nicht mehr präsentiert kriegen. Also zum Beispiel Zucker und Stärke. Ja, Zucker und Stärke, wir essen immer Stärke, auch wenn man sagt, ja, ich esse nicht viel Zucker, aber Stärke ist ja in vielen Sachen drin. Und das wichtigste Anzeichen, dass man sagt, wie zeigt sich denn das SIBO, außer dass ich weiß, dass das verstoffwechselt, das sind Blähungen relativ schnell nach dem Essen. Also man isst was, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten plötzlich, mega Blähbauch, so Druck auf Magen und Druck auch so auf der Seite, so über dem Bauchnabel oder auch auf der linken Seite. Ja, ich habe einen jungen Mann gehabt, der das ist plötzlich wie so schwanger. Schnell nach dem Essen kommt das schon und hält dann auch ein bisschen an, natürlich, weil die Luft kann ja nicht plötzlich raus, aber es drückt auch nach oben, es macht Völlegefühl und man denkt, irgendwie bin ich voll, obwohl ich ja gar nicht so viel gegessen habe. Weitere Symptome nebst diesem Blähbauch sind dann auch starkes Völlegefühl, also so, mir ist schlecht, teilweise auch mit Übelkeit oder Erbrechen, muss aber nicht sein. Je nachdem, wie viel Luft entsteht, können auch Durchfälle entstehen. Weil wenn ganz, ganz viel Luft ist, dann ja, wird das Essen nicht mehr eingedeckt und auch hier Luft aufstoßen, kann auch passieren, dass die Sache dann auch natürlich nach oben auch Luft abgegeben wird, weil es unterm Magen dann auch drückt. Charakteristisch ist auch dieser Leistungsabfall, langfristig vor allen Dingen. Längerfristig können Ödeme entstehen und was auch noch so ein bisschen ist, sind diese Heißhungerattacken. Das kommt dann daher, dass man sagt, man isst doch eigentlich was, müsste das Essen doch eigentlich ankommen, aber wir haben ja dann ziemlichen Verlust, weil viele der Kohlenhydrate, der Zucker werden ja umgewandelt in Blähungen. Hier steht so schön, bakterielle Spaltungsaktivität führt zu Kalorienverlust. Ja genau, weil die Kalorien, die ich im Mund merke, kommen ja dann gar nicht im Körper an. Genau, das sind noch weitere Symptome von diesem SIBO. Was kann sich noch ändern? Also wir hatten grundsätzlich, die Darmflora ändert sich. Wir hatten jetzt dieses SIBO, also im Dünndarm sind plötzlich falsche Bakterien. Und der dritte Punkt, beziehungsweise bevor wir da hinkommen, möchte ich noch ein paar Ursachen nennen. Ja, weil es ist dann nicht nur Covid, sondern im Zusammenhang mit dem kann es dann schon mal sein, dass wir irgendwie zu wenig Magensäure haben. Am meisten denken wir, ach, ich habe Stress, ich habe viel zu viel mehr Magensäure, weil ich habe so Reflux. Aber meistens ist so, Stress haben, gleich weniger Magensäure. Klar können wir dann auch mal Reflux haben, aber das liegt meistens daran, dass wir irgendwelche Fehlspannungen haben und plötzlich das wenig Säure oder die wenig Säure, die noch im Magen ist, dann hochgedrückt wird. Ja? Oder Magensäureblocker, so Magenschoner. All das führt zu wenig Magensäure. Und dann werden plötzlich schlechte Bakterien, die ich mit dem Essen oder der Ernährung aufnehme, nicht mehr durch die Magensäure abgetötet. Können die natürlich in den Darm reinkommen. Was auch passieren kann, ist, dass ich einfach pathogene Bakterien habe, im Mund, Magen oder Darm, also irgendwelche pathogenen, irgendwelche schlechten Bakterien. Ja, und wenn die im Dünndarm bleiben, habe ich auch ein Problem. Und es wird Luft gebildet. Oder auch, wenn ich ständig esse. Also ich kenne viele, die sagen, ja, morgens, mittags, abends esse ich und ich sage zwischendurch, ja, dann mal wieder Milchkaffee und dann mal wieder einen Apfel und dann mal ein paar Nüsse. Aber ich esse nur dreimal am Tag. Und ich sage, ja. Aber jedes Mal, auch wenn man was zwischendurch isst, jedes Mal geht so eine Klappe offen. Da steht IC-Klappe, das ist so die zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier auf dem Bild. Das ist hier der Blinddarm und da geht der Dünndarm in den Dickdarm. Und da hat es eine Klappe, die nur in eine Richtung geht. Ah, also die geht eigentlich nur vom Dünndarm in den Dickdarm. Und dort dürfen eigentlich Sachen vom Dickdarm nicht wieder zurückkommen in den Dünndarm.
Wenn die aber ständig auf ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass diese Dickdarmbakterien in den Dünndarm kommen und dort kriegen sie plötzlich Futter und machen Blähungen und Probleme. Ja, also das sind so die Ursachen. Und das Letzte ist natürlich ein schnelles Essen. Weil wenn ich schnell esse, dann verdaue ich nicht alles so richtig oder ich esse sehr viele Kohlenhydrate, viel Stärke. Dann kann das natürlich auch diese Bakterien, die dann dort vorkommen, mit anfüttern. Und das habe ich wirklich schon häufig im Zusammenhang mit diesen ganzen Infektthemen und so weiter gehabt. Dieses SIBO, das Dünndarmüberwucherungssyndrom. Und das ist dann so, das war der junge Mann eben auch, der sagte, egal was ich esse, ich muss dann relativ schnell Blähung und rennen. Ich sage, was isst du denn? Ja, Pasta sehr viel, viel Mehl, aber auch Dinkelmehl und dann dies und das. Und er hatte eigentlich bei fast jeder Mahlzeit, hatte er Stärke dabei. Und kein Wunder, dass er nach jedem Essen diese Probleme bekommen hat. Genau. Der dritte Punkt, ich sagte, es gibt drei Punkte hier beim Thema Verdauung und Long-Covid, oder ist das Problem mit der Darmschleimhaut, dieser Leaky Gut. Und da habe ich euch ja eben gezeigt, dass also auch wirklich dieses Spike-Protein da so in der Schleimhaut ansetzt. Und häufig können die Sachen dann auch Löcher im Darm triggern. Und Löcher im Darm nicht im Sinne von, er läuft plötzlich aus, sondern man sieht ja hier auf diesem Bild so schön, so sieht die ja normalerweise aus, unsere Darmschleimhaut hier, diese Darmzellen wie bei so einer Mauer, oder habe ich hier griffbereit stehen, die sieht man kaum, Legosteine, das ist wie so eine Mauer, das dazwischen ist ja Platz und da kommt dann das verdaute Essen durch und geht dann in den Körper rein und gleichzeitig hält es schlechte Bakterien und alles Mögliche ab, dass es in den Körper reingeht. Aber wenn ja jetzt dieser Virus da oben was mit der Schleimhaut kaputt macht, dann können plötzlich viele schlechte Sachen in unseren Körper reingehen und vor allen Dingen das Immunzellen, die das Immunsystem triggern. Ja, man sieht ja hier unten steht Immunzellen und die schlummern ja auf der anderen Seite der Darmschleimhaut und die können dann getriggert werden und dann haben wir noch mehr Entzündungen. Ja, weil man muss sich ja fragen, warum wird es plötzlich alles so schlimm? Weil die Entzündung dann sich steigern und steigern. Und das ist der löchrige Darm. Und das waren jetzt mal kurz gefasst, Thema Darm, Ursachen und Einflussfaktoren der Spätfolgen. Was könnten Probleme im Mikrobiom sein? Also ist hier der Punkt, was genau ist das? Was kann ein SIBO sein? Wie kann das entstehen? Und was ist das mit dem löchrigen Darm? Wir wissen, der triggert das Immunsystem und macht Entzündungen schlimm. Und wenn man jetzt, wenn ihr da jetzt sitzt und denkt, ja, das mit dem Blähbauch habe ich auch und wie ist denn das und kann das bei mir auch sein und deswegen sind meine Entzündungen schlimmer oder ist ein Blähbauch, dann wäre es ja gut zu wissen, ist das wirklich mein Problem oder dein Problem? Und wie man das rausfinden kann, zeige ich mal kurz mit Beispielen. Ja, das kann man zum Beispiel das Mikrobiom untersuchen in der Stuhlanalyse. Man sieht auf der linken Seite die Analyse der Darmflora und auf der rechten Seite, ob es auch Pilze gibt. Da ist so das Thema Candida, Candida albicans. Auch das kann Blähungen machen. Deswegen ist es immer gut, sich anzuschauen. Hat schlechte Bakterien? Hier so ein bisschen. Hat Clostridien sich eingeschlichen? Und aber immer noch so schön, gibt es genügend gute Milchsäurebakterien? Und da sieht man in diesem Beispiel gerade hier, einer der Milchsäurebakterien, die Lactobacillen, sind deutlich zu niedrig. Ja, und dann fehlen natürlich die Helfer auch fürs Immunsystem und von dort kommt dann keine Beruhigung. Und so kann man herausfinden, habe ich mit meinem Mikrobiom ein Problem? Wenn ich wissen will, okay, zweiter Punkt, habe ich dieses komische SIBO, dieses Dünndarmüberwucherungssyndrom? Und da kann man einerseits einen Atemgastest machen. Das ist also, man trinkt dann eine Lösung, die heißt Lactulose-Lösung. Und dann macht man insgesamt 7 Atemproben. Man hat so ein Glasröhrchen, da kommt so ein Mundstück drauf, Einwegbeutel und befüllt das immer. Und das dauert so circa 150 Minuten, also 2,5 Stunden. Und das kann man super einfach zu Hause machen. Ich verschicke die Tests jetzt immer, beziehungsweise mein Labor, je nachdem, wo ihr wohnt und Interesse dran habt. Und dann kann man sehen, man sieht das hier auf dem Bild, wow, nach 45 Minuten bei 60 plötzlich geht's Gas hoch. Und das können dann entweder Methangas sein oder Wasserstoff. Und dann hat man SIBO und dann ja, weiß man schon mal, das ist dann doch mein Problem. Den ersten kostenlosen Test, den ich immer vorab empfehle, ist mal zu gucken, Magensäure-Test, ein bisschen Natron zu nehmen.
nüchtern morgens, dann ein Glas trinken, also eben ein Glas Wasser und mal gucken, bis wann man anfängt zu rülpsen, dass Luft kommt. Und idealerweise, wenn man genügend Magensäure hat und das nüchtern trinkt, ja, das macht dann so wie zisch, ja, und das gibt dann schnell Kohlendioxid. Das heißt, wenn man so aufstößt nach 1, 2, 3 Minuten, zeigt das, okay, ich habe genug Magensäure. Und die Gefahr, dass ich dieses komische SIBO vielleicht entwickelt habe, ist vielleicht nicht so hoch. Eine Patientin von heute Morgen, die meinte, sie hat das mal gemacht. Nach 20 Minuten kam mal so ein bisschen Luft und nee, sie will das mit dem SIBO testen. Sie befürchtet, sie hat dieses SIBO. Ja, und dann macht sie jetzt den Atemgastest. Genau, so kann ich es rausfinden. Wenn ich wissen will, okay, irgendwas mit der Darmschleimhaut, vielleicht ist das das, was meine Entzündung auch forciert. Das kann man im Stuhl wiederum messen. Und das, was man da misst, ist das berühmte Alpha-1-Antitrypsin. Man sieht in diesem Beispiel, es ist erhöht. Und das zeigt dann in diesem Fall, es liegt ein Leaky Gut vor. Die Schulmedizin würde sagen, Moment, stopp, ich messe und gucke mir mal das Calprotectin an. Das ist im grünen Bereich. Und das ist noch gut, dass man es mitmisst, denn das ist der Marker für schlimme Entzündung der Schleimhäute. Ja, das eine ist der Leaky Gut, löchriger Darm, leichte Immunreaktion. Und das Calprotectin, das ist extrem hoch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder auch bei der Zöliakie, wo die Zotten so abgefressen werden. Genau. Und das kann man so zum ersten Thema dann rausfinden. Okay, habe ich Mikrobiomprobleme, Bakterien oder Pilze? Oder habe ich ein SIBO? Oder habe ich ein Leaky Gut? Genau. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne einfach bei FNA eintippen. Gut. Also, wenn wir jetzt wissen, ich habe das und das, wie kann ich das Problem beheben bzw. die Symptome reduzieren? Ganz kurz. Mikrobiom. Da empfehle ich eine gute Darmkur, einfach je nach Befund. Ja, und wenn es wirklich eine Darmkur, also eine Mikrobiombeschwerden hat, beziehungsweise auch wir dann finden zu viele Clostridien oder pathogene Bakterien, dann finde ich es gut, mal für 4 Wochen eine Darmkur zu machen. Ich sage mal Frühjahrsputz, geht auch im Herbst oder Winter. Und damit dort mal wieder die schlechten rauszubringen und danach natürlich einen Aufbau mit guten Probiotika. Hat man SIBO, dann muss man mehr gehen über erstens, ich habe den SIBO und auch zu wenig Magensäure, also muss ich sehen, dass ich wieder mehr Magensäure bilde. Ja, da gibt es bestimmte Enzyme, bestimmte Stoffe, die man da nehmen kann, die dafür sorgen, dass ich mehr Magensäure habe. Zitronensaft vorm Essen hilft auch. Ja, das ist auch schon mal ein guter Anfang. Und um nachher die schlechten Bakterien im Dünndarm wegzukriegen, je nach Befund, also je nachdem, was wir in der Atemgastest rausfinden, kann man mit verschiedenen ätherischen Ölen und Vitalstoffen arbeiten. Und ganz wichtig, aber auch, und ich habe das unten geschrieben, je nach Befund muss dann die Ernährung dann auch mal umgestellt werden. Und wir reden jetzt nicht über die nächsten 10 Jahre, sondern gerade beim SIBO, da muss man einfach mal so 3, 4 Monate dranbleiben. Genau, da sind dann so Ernährungsformen wie FODMAP-arme Ernährung oder spezielle Kohlenhydratdiät dann wichtig. Hat man Leaky Gut? Ja, dann muss man die Schleimhaut aufbauen. Aloe Vera finde ich gut und noch ein paar andere Sachen. Damit kann man sich um die Schleimhaut kümmern, dass dann die Löcher auch wirklich zu werden. Und da frage ich mich immer, ja, geht denn das überhaupt? Kann man die Löcher überhaupt zukriegen? Und wenn das wirklich sehr löchrig ist, mache ich immer nach 3, 4, 5 Monaten später nochmal einen Test, wo wir uns nochmal die Darmschleimhaut anschauen. Und wirklich in den meisten Fällen ist es deutlich verbessert. Genau. Genau. Je nach Befund, habe ich gesagt, adaptierte Ernährung und Lifestyle. Weil gerade beim Leaky Gut ist natürlich auch gut, bestimmte Sachen wegzulassen, die den reizen können, die Darmschleimhaut, wie jetzt Gluten oder Saponine. Und Lifestyle heißt natürlich, nicht zu häufig essen zum Beispiel, weil häufige Mahlzeiten war ja auch ein Grund, dass wir überhaupt SIBO noch entwickeln konnten. Gut. So, das war mal der erste Themenbereich, Darmflora. Ich würde jetzt zum Thema Histamin kommen und MCAS und anschließend noch zu Neurotransmittern.
Sind denn in diesem ersten Bereich Fragen? Ich mache auch gerade mal das Fenster zu, weil meine Nachbarn spielen gerade im Garten. Genau, also ich sehe gerade eine Frage mit dem Test, also auch die Stuhltests, wie das genau geht. Ich mache mal so ein kostenloses Vorgespräch, dass man sich kennenlernt, dass man guckt, wo könnte, was für ein Problem könnte es geben. Und so ein Stuhltest, wenn man das sagt, könnte Sinn machen, dann misst man wirklich gleich die ganze breite Palette von Bakterien und Pilzen und Darmschleimhaut. Und das sind so Röhrchen, die bekommt man nach Hause geschickt, zwei Röhrchen, und das kann man dann in Ruhe befüllen. Und so 10, 14 Tage später haben wir die Ergebnisse und können das Ganze dann besprechen im Sinne von, okay, jetzt wissen wir das, was für eine Darmkur empfiehlt sich, was müssen wir von der Ernährung her machen und wie geht es weiter. Merci für die Frage. Gut, kommen wir zu einem anderen Bereich, Histamin. Was ist denn Histamin überhaupt? Und MCAS, komische Sache, kann man das essen? So, Histamin ist eigentlich ein Botenstoff. Ja, das ist eine Sache, die produziert der Körper selber, ja, körpereigene Synthese. Was macht der? Der steuert verschiedene Prozesse im Körper. Also wir sind schon fast wie so ein Hormon oder sowas. Verschiedene Prozesse, zum Beispiel Schlaf-Wach-Rhythmus, aber auch bei allergischen Reaktionen oder Entzündungen ist das auch ein Botenstoff. Mit der Allergie kann man sich so vorstellen, wenn so Immunzellen untereinander kommunizieren, machen die das über Histamin. Und nicht über Worte, sondern so ein Botenstoff wie das Histamin. Und damit können die dann den anderen Kollegen sagen, hey, hier ist was Böses, ein böses Allergen und reagiert mal. Genau, und dafür ist das Histamin gedacht. Und auch bei Entzündungen, sehr pro-Entzündungsstoff. Wenn wir aber zu viel Histamin haben, dann macht das müde, Schwindel, einem wird übel, es kann auch Herzklopfen machen. Ja, ich habe ein paar Patienten, die so gerade mit Histamin dann Probleme haben und die sagen, ja, sie haben auch immer Herzklopfen gehabt, so nach dem Essen und alles abgeklärt mit dem Herzen, ist alles super und irgendwie ein Zusammenhang mit Essen, aber das kann doch nicht sein. Und dann schauen wir uns das Thema Histamin mal an, ob das daher kommen kann. Genau, aber auch diese Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit kann durch ein zu viel an Histamin auch entstehen. Das Gemeine ist nämlich, ein zu viel an Histamin, müsste man sich ja fragen, warum produziert der Körper zu viel? Also irgendwie kann das doch nicht sein. Darum fragt man sich, okay, wo kann denn das noch herkommen? Und Histamin kann auch herkommen aus diesen feinen Erdbeeren mit der schwarzen Schoki, also in bestimmten Lebensmitteln, auch in Tomaten zum Beispiel oder noch ein paar andere Sachen. Und eigentlich, wenn wir das Sachen essen, wird das im Darm abgebaut, in unsere Darmschleimhaut, durch ein Enzym, das nennt sich DAO. Ja, also der normale Weg ist, ich esse was mit viel Histamin, also Tomaten, Fleisch, Erdbeere, Schokolade etc., Sauerkraut oder aufgewärmte Sachen. Dann wird es neutralisiert in der Darmschleimhaut. Das heißt, es sollte gar nicht in unseren Körper reinkommen. Jo, coole Sache, wäre ja auch blöd, weil hier wollen wir ja nicht noch einen zusätzlichen Botenstoff im Körper haben, das ist ja das im Essen. Probleme kriegen wir dann, wenn irgendwie mit der Darmschleimhaut was nicht so stimmt. Also wenn nicht genügend von diesem abbauenden Enzym, dem Histamin, produziert wird und es dadurch dann in den Körper reinkommt. So, und die Ursachen können sein entweder genetisch, ja, und genetisch heißt, man hat es dann wirklich schon längere Zeit, oder auch so ein löchriger Darm. Ja, und da haben wir wieder eine der Sachen mit infolge Long-Covid, bla bla bla, Darmschleimhautprobleme, Leaky Gut, Histaminprobleme. Nach dem Motto, das kann doch nicht sein, plötzlich die Pasta mit viel Tomatensoße und Parmesan, jedes Mal wird mir übel danach. Wie kann denn das überhaupt sein? Macht doch keinen Sinn. Ist doch alles gesund. Ist doch die Vollkornpasta mit frischen Tomaten und selbstgemachten Soße. Irgendwas passt nicht. Häufig das Histamin. Ja, Mastzellen müssen wir uns mal angucken. Wir haben jetzt schon viel über das Immunsystem gesprochen. Und die Mastzellen, ja, die sind sozusagen die schnelle Eingreiftruppe des Immunsystems. Also die ist so in allen Geweben enthalten. Also sprich, es kommt irgendwas Feindliches an, die Mastzellen rennen hin und dann sagen sie den Kollegen, Achtung, Feind,
schlechte Bakterien, Viren, wir müssen es abtöten. Und wie ich ja eben schon sagte, die kommunizieren nicht mit Worten, sondern über Entzündungsstoffe wie zum Beispiel Histamin. Genau, also das ist die andere Sache. Oder vor allen Dingen im Thema Immunsystem, wie wird Histamin gebildet? Irgendwas mit den Mastzellen, also die produzieren das. Und dann gibt es dieses MCAS, das ist ja ein Titel mit dieses Unterbereichs, oder geschrieben Histamin und MCAS. Und MCAS heißt nichts anderes als Mastzellenaktivierungssyndrom. So, und das bedeutet, die Mastzellen feuern immer und immer wieder Histamin, obwohl gar nicht so viel gebraucht wird. Ja, und das, wie kann denn das sein? Wieso hören diese nicht auf? Weil man kann sagen, okay, ist noch was da oder nicht? Das eine kann sein, dass wir, also wenn das Fass zu voll ist, hören die plötzlich nicht mehr auf. Das kann sein, wenn wir eine chronische Entzündung haben. Also es sind immer wieder Entzündungsbotenstoffe, müssen produziert werden und dann wird immer mehr und mehr und mehr Histamin produziert. Auch bei Stress wird Histamin produziert, obwohl es nichts mit dem Immunsystem direkt zu tun hat. Aber auch bei Stress wird Histamin produziert. Wenn wir zu viel Umweltgifte haben, kann es auch produziert werden. Das ist eine Möglichkeit. Oder, und jetzt kommen wir zum Covid, und häufig tritt beides auf oder so, das ist das Gemeine. Wir haben schon eine chronische Entzündung, haben dann Covid und dann gibt es den einen Tropfen zum Überlaufen. Ja, vorher wird das Fass voll gemacht dadurch. Also ich habe eine chronische Entzündung seit Jahren. Dann habe ich einen akuten viralen Infekt und das ist dann der Tropfen zum Überlaufen. Ja, also einerseits feuern die Mastzellen eigentlich schon ständig und dann müssen sie zusätzlich noch feuern wegen der akuten Infekt. Und dann ist die Folge, dass wir so viel Histamin haben und viel zu viel Histamin. Ja, und was habe ich eben gesagt? Histamin kann auch müde machen. Das heißt, da können dann auch chronische Erschöpfung und Müdigkeit, Fatigue entstehen oder die Folge sein. Ja, man muss sich ja immer fragen, okay, warum habe ich jetzt diese chronische Erschöpfung? Wo kommt denn das Ganze her? Ja. Und einer der Gründe kann sein, dass ich dieses Mastzellenaktivierungssyndrom habe mit diesen Histaminproblemen. Gibt auch andere noch, ich bringe gleich noch ein anderes Beispiel. Aber man muss sich irgendwo fragen, wie kann denn das eigentlich sein? Ja, es kann auch sein, ich hatte immer chronischen Stress, Fass ist voll. Dann habe ich einen akuten viralen Infekt gehabt. Das kann Covid sein, kann auch was anderes sein. Und das bringt das Fass zum Überlaufen. Seitdem hören die Mastzellen nicht auf, so viel Histamin zu feuern. Und dadurch ist es dann wie eine chronische Erschöpfung, weil ich bin dauerhaft müde von dem Histamin. Komplizierte Sache. Das mit dem Darm ist einfacher, ich weiß. Und wenn es dann eventuell auch eine Histaminunverträglichkeit gibt, ja, dann ist es natürlich noch ein weiteres Problem. Und ich sehe gerade bei den Fragen, ob ich es nochmal zusammenfassen kann, wo das herkommen kann. Also, fangen wir nochmal an. Also, und was die Rolle des Mikrobioms ist. Danke für die Frage. Okay, also, erstens, ich kann Probleme mit dem Abbau von Histamin aus der Nahrung haben. Das wäre der Fall, wenn ich zu wenig DAO-Enzym produziere. Kann genetisch bedingt sein oder kann sein, weil ich einen löchrigen Darm habe. Zweitens, es kann sein, dass meine Darmbakterien selber Histamin produzieren. Und das war die Frage gerade, wie hängt das mit dem Mikrobiom zusammen? Also Darmbakterien, die schlechten, können auch Histamin produzieren. Okay, habe also zusätzlich Histamin. Und dann brauche ich wie was Chronisches, also irgendwie eine chronische Entzündung oder Stress lange Zeit und so weiter, dann ist das Fass voll. Und dann der Tropfen zum Überlaufen. Man kann sagen, bis dahin war alles gut, ich habe zwar das gehabt und sind Probleme, aber seitdem, also was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dieser Tropfen, das kann ein akuter viraler Infekt sein. Genau. Ja. So, jetzt sagen sich vielleicht einige von euch, ja, ich bin chronisch erschöpft. Kann das sein? Müssen wir uns anschauen. Weil wenn wir es nicht anschauen, wissen wir nicht, ob man es hat. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man auch nichts machen. Also, da abklären. Man kann messen im Blut, Stuhl, Urin.
Histamin und DAO. Ja, also im Blut, das ist so Fingerblut, kann man gucken, produziert meine Darmschleimhaut und mein Körper eigentlich genügend von dem Enzym, von dem DAO. Das kann man herausfinden. Man kann im Stuhl messen, habe ich zu viel Histamin im Stuhl. Man kann es auch im Urin messen. Ja, damit kann man erstmal schon mal sagen, ist in dem Bereich ein Problem, ja oder nein? Und wenn man sieht, ja, dann muss man noch gucken, okay, warum? Ursache. Und das kann ich dann, indem ich gucke, habe ich ein Leaky Gut? Ja, das ist jetzt das mit der Stuhlanalyse, Thema Schleimhaut. Habe ich eine chronische Entzündung? Also gibt es irgendwas im Körper, wo ich sage, ja, die Arthritis, die habe ich eigentlich schon seit Jahren, kann ich mitleben? Ja, Moment, ja, kann man mitleben, aber chronische Arthritis ist ja eine chronische Entzündung. Ja, und so muss man sich durchhangeln. Man kann es auch teilweise im Blut messen. Das ist dann das hochsensitive CRP. Nicht das klassische CRP, sondern das hochsensitive. Ja, und die dritte Sache ist, habe ich eine Belastung mit Umweltgiften, habe ich eine HPU und so weiter und so fort. Und diese Umweltgifte, das kann man dann messen, entweder so, ich mache das manchmal mit dem Vitalfeld, also Bioresonanz, oder vor allen Dingen die genaueste Methode wäre dann so, also halbgenau, fast genau ist so im Hart zum Beispiel. Es gibt da auch so Ausleitungssachen, aber sowas mache ich dann als Therapeut nicht. Das muss man mit dem Arzt machen. Genau. Und so kann ich sehen, okay, ist das Thema Histamin 1 oder nicht? Und wenn ja, warum? So, wenn ich weiß, ich habe es, was kann ich machen? Kurzfristig müssen erstmal die Mastzellen stabilisiert werden. So, und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, ob es jetzt mit der Bioresonanz, mit anderen Sachen, die das beruhigen, auch, dass man das Histamin, das Überschüssige, teilweise neutralisieren kann und so weiter. Ja, das ist so eine kurzfristig wichtige Sache. Und da arbeitet dann auch die Schulmedizin, da gibt es ein paar Medikamente auch wirklich um diese, ich glaube, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, dass man das so wie blockiert, irgendwas mit H1, glaube ich, oder H2. Das kann man was blockieren und dass das mal kurzfristig Ruhe ist. Aber man muss natürlich die Ursachen angehen, sonst hört es ja gar nicht auf. Ja, dann merke ich es vielleicht kurzfristig nicht. Und wenn ich den Leaky Gut hätte, Schleimhaut aufbauen, das habe ich ihm erklärt, wenn man einfach genetisch bedingt zu wenig DAO produziert, man weiß das, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Also entweder zwar aufgrund des Leaky Guts, dann baue ich den auf. Wenn es aber eine genetische Sache ist, dann muss man so DAO-Zyme nehmen. Ja, und das kann dann das gerade bei histaminreicher Nahrung, wie das, was es bald wieder gibt bei uns hier, Käsefondue oder Raclette, muss man das einfach mal nehmen und baut das dann besser ab. Sag mal, ist wie die Laktase für die Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, die Milchzucker abbaut, gibt es das auch fürs Histamin in der Nahrung. Entgiftung verbessern ist mega wichtig. Da finde ich halt die Vitalfetttherapie super. Zusätzlich noch zu Sachen mit Ausleitung und so weiter an Vitalstoffen und auch Ruhe reinbringen in den Körper. Weil der Körper steht ja unter Dauerstress, nicht nur aufgrund vom Stress, sondern auch aufgrund dieser Stoffe wie das Histamin und andere, die den Körper ja auf ständig in Halb-Acht-Stellung halten. Und da ist es wichtig, dass man mit sanften Körpertherapien, wie zum Beispiel der Kraniosakraltherapie oder anderen Therapien, wirklich Ruhe reinbringt. Und ich rede jetzt hier nicht über Massage und so weiter, sondern wirklich sanften Sachen, die mal Vagusnerv aktivieren, Stresssystem runterfahren. Und durch diese feinen Berührungen und so weiter kann man das zum Beispiel mit der Kraniosakraltherapie sehr gut machen. Aber es muss wieder auch von Ruhe reinkommen in den Körper. Gut. Das war das zweite Thema. Das war das Thema Histamin und Mastzellenaktivierungssyndrom. Sind dazu noch Fragen? Also ich sehe noch eine Frage mit dem Essen. Ich habe Fleisch gesagt und Fisch. Wie sieht es da aus? Also es ist so, dass ich sage immer, wenn Fleisch noch relativ frisch ist, wie jetzt Poulet, wenn man es gestern noch auf der Wiese gesehen hat, hat sehr wenig Histamin. Das rote Fleisch, was schon ein bisschen länger ist, hat mehr Histamin. Und ganz schlimm ist natürlich dann das Bündnerfleisch oder Salami und solche Sachen, die sehr, sehr viel Histamin haben. Bei Fischen kommt es immer drauf an. Ja, ich sage mal, hier aus dem Zürichsee, das hat er weniger. Klassische
aus dem Meer haben mehr. Wenn man sagt, ja, aber ich esse vegan, kann mir nichts passieren, sage ich doch, Achtung. Da sind es natürlich so Themen wie dann Tomaten und so weiter, Avocado, die auch relativ viel Histamin haben. Genau. Und egal, was man isst, wenn man etwas heute macht, morgen nochmal aufwärmt, hat es automatisch aufgrund der Zeit auch Histamin gebildet. Genau. Das ist so das mit dem Histamin. Und das Gute ist ja, ich zeige Ihnen ja das Webinar auf und Sie kriegen ja alle, ihr kriegt ja alle einen Link. Könnt ihr euch das sonst noch mal in Ruhe anschauen, weil ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, Histamin. Aber es lohnt sich da auch mal reinzugucken, ob man da eventuell ein Problem hat. Gut. So, kommen wir zum dritten und letzten Gebiet des heutigen Webinars, den Hormonen. Kann ich denn jetzt mit Hormonen Probleme haben? Und wie passt das zu Long-Covid? Und das ist noch relativ häufig auch bei Long-Covid. Eben war ja so Thema Darm, da passiert was. Dann haben wir uns angeguckt, so ein Zwischending, so mit den Histamin und Immunzellen und Mastzellen. Aber Hormone, was ist denn da gemeint? Und Hormone meine ich nicht die klassischen Geschlechtshormone, sondern der häufigste hormonelle Einfluss ist auf den von Long-Covid auf den Tryptophan-Stoffwechsel. Tryptophan, hier sieht man mal die, ich sage mal, Produktionskette, das TRP, ja, das kommt halt in der Nahrung vor, eine ganz wichtige Sache. Daraus wird hergestellt das sogenannte 5-HTP oder auch Cryphonia genannt und da zur Hilfenahme von Vitamin B6, darum ist das so grün gezeichnet, produziert der Körper Serotonin. Ah, Serotonin. Was macht denn das? Wenn wir genügend haben, darum in grün geschrieben, schafft uns das Glück und Zufriedenheit. Das ist die Aufgabe vom Serotonin. Und daraus wird dann das Melatonin gebildet. Wichtig für den Tiefschlaf. Also einerseits zum Einschlafen, aber auch für den Tiefschlaf. Also manchmal kann es sein, man sagt, ja, eigentlich schlafe ich gut ein, bin hundemüde, aber dann wache ich um 2 Uhr auf. Ich verstehe es nicht. Irgendwie kann ich nicht schlafen. Es ist nicht so, kein Gedankenkreisen. Das gibt es ja auch häufig als Grund. Auch der Darm ist ruhig, Leber, alles gut. Aber es geht einfach nicht. Und das kann dann auch ein Melatoninmangel sein. Da bin ich auch jetzt schon bei den Mangelsachen in Rot geschrieben. Habe ich zu wenig Melatonin, schlaflos oder Schlafprobleme? Habe ich zu wenig Serotonin, dann bin ich depressiv verstimmt und auch müde. Sind wir wieder beim Thema Müdigkeit. Ja, man muss immer fragen, ich bin müde, ja, warum? Ah, irgendwas mit Mitochondrien oder mit Histamin oder Leaky Gut oder ist es einfach ein Mangel an Tryptophan und deshalb ein Mangel an Serotonin, weil wenn nicht genug vom Tryptophan da ist, kann der Körper auch nicht genug Serotonin herstellen und dann häufig dann auch noch dann als Folge dann Schlafprobleme. Muss man sich fragen, wie kann denn das eigentlich sein? Also, wie kann es sein, dass ich einen Mangel an Tryptophan habe? Das kann entweder sein, dass ich zu wenig Eiweiß konsumiere. Und damit möchte ich mal anfangen. Also das alles Neue, was da steht, ist noch nicht so wichtig. Das kann ja sein. Also gerade wenn man sagt, hey, boah, Eier esse ich nicht viel, Eiweiß, boah, kann man einfach einen Mangel haben. Ja? Aber, und das ist hier die Produktionskette, die wir uns angeguckt haben, wenn ich da schon zu wenig von mir zunehmen nehme, ist es dann schwierig. Darum bin ich persönlich auch ein großer Fan von Proteinshakes, weil dann kann man mal seine Proteine breitflächig auffüllen. Jetzt, wenn wir sagen, ja, okay, das ist ja deine Essensgewohnheit, was hat das mit Long-Covid zu tun? Hier, da kommt das Spike-Protein bzw. der Virus. Wenn ich Entzündung habe im Körper, und wir haben ja gesehen, was so da passiert mit den Entzündungen, und das ist das hier, wird dieser Weg eingefahren, getriggert. Was heißt das? Das heißt, dass bei Entzündung der Körper primär nicht Serotonin aus Tryptophan herstellt, sondern mehr so komische andere Sachen wie Kynurenin und Kinolinsäure. So, Griffe könnt ihr gleich wieder vergessen. Man muss einfach wissen, bei Entzündungen wird das Tryptophan vor allen Dingen in irgendwelche Entzündungsstoffe umgewandelt.
und dann weniger in Serotonin. So, und das ist gar nicht so selten. Wenn man so als Beispiel sieht, wenn man mal einfach so eine ganz normale Grippe hat und so, einfach mal einen Infekt von 2, 3 Wochen, wie müde ist man dann? Und das liegt nicht nur daran, dass man vielleicht zu wenig isst, sondern auch häufig, dass in dieser Zeit das Tryptophan dann mehr in diese Sachen umgewandelt wird und das uns für Glück und Zufriedenheit und Wupf der Stoff fehlt und zu wenig Serotonin gebildet wird. Genau. Und daher auch diese Müdigkeit, Schlafprobleme, depressiven Verstimmungen als einer der Folgen von Long-Covid. Ja, Mist, jetzt haben wir schon einen zweiten oder dritten Grund für Müdigkeit. Ist das jetzt mein Grund oder nicht? Wie finde ich das raus? Ganz einfach im Speichel. Und das ist das Schöne, das kann man im Speichel, nicht im Blut messen. Im Speichel kann man messen einerseits, das ist mal ein Ausschnitt hier aus einem sehr umfassenden Neurotransmitter-Test, Speicheltest. Das sind jetzt mal die wichtigsten Sachen. Man kann einerseits gucken, einerseits viel zu wenig Tryptophan. Okay, vielleicht doch ein bisschen was an der Ernährung ändern. Vielleicht doch mal täglich einen guten, hochwertigen Proteinshake. Und viel zu wenig Serotonin. Okay, das erklärt meine Müdigkeit. Und was man sich auch angucken kann, das jetzt nur ganz kurz noch erwähnt, man kann auch die anderen Neurotransmitter sich in dem gleichen Speicheltest analysieren. Das sind zum Beispiel Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin. Und auch die brauchen wir ja, um genügend Energie zu haben und uns fit zu fühlen und nicht müde zu sein. Und auch in diesem Fall ist das ein bisschen niedrig. Und so einfach kann man das herausfinden. Man sagt, und darum mache ich ja auch immer diese Vorgespräche und so, dass man gucken kann, in welche dieser drei Richtungen zum Beispiel in diesem Fall könnte es gehen und was könnte dann dementsprechend Sinn machen, bei dir zu testen. Ja, und das geht eigentlich relativ gut, weil wenn man es dann weiß, kann man sagen, okay, jetzt habe ich ein Problem, Tryptophan, vor allen Dingen Serotonin, was kann ich machen? Fangen wir doch erstmal mit dem Essen an. Erstmal sehen, dass man auch wirklich proteinreich isst. Ja, und das ist L-Tryptophan, vor allen Dingen in Nüssen, in Bananen, man sieht hier ein Hühnchen, also in Pulle, schwarze Schokolade, ist natürlich schlecht bei Histamin, aber grundsätzlich auch viel Tryptophan. Und wenn es wirklich ein großes Problem ist, dann auch zu gucken, wie gesagt, hochwertige Proteinshakes. Serotonin, wenn man sagt, okay, Tryptophan ist aufgefüllt, was kann man noch machen? Serotonin selber, wenn man sagt, kann man das nehmen? Gibt es das als Tablette? Also die Ärzte verschreiben ja bei Depressionen, wenn es am Serotonin liegt, sogenannte Psychopharmaka, die haben immer so einen komischen Namen, die heißen dann selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ja, also die machen im Prinzip so, vereinfacht gesagt jetzt, dass der Körper das Serotonin in viel größerer Menge sieht und erfährt, als es eigentlich da ist. Oh, erfüllt ja einen Sinn. Das Problem ist natürlich meistens dann die Nebenwirkung. Und was es dann von Vitalstoffen gibt oder auch Kräutern und Pflanzen, sind Sachen wie 5-HTP oder Griffonia. Das sind Sachen, die sozusagen die Serotonin-Vorstufe sind und der Körper automatisch dann in Serotonin umwandelt. Genau. Und immer abzuklären, aber ganz wichtig, immer mit Arzt abzuklären. Ich gebe hier keine Empfehlung, sondern grundsätzlich nur die Möglichkeit. Und das muss man immer mit den Medikamenten abklären, weil gibt dann Serotonin, Phänomen, dass man zu viel davon hat oder so. Das muss man dann aufpassen, gerade wenn man auch unter Medikation ist. Wichtig ist natürlich auch die Reduktion der Entzündung. Und da sind hier unten die ganzen Vitalstoffe gemeint, dann ist wichtig, dass wir auch daran ansetzen und die Entzündung reduzieren, denn die führen ja dazu, dass das L-Tryptophan nicht komplett in Serotonin umgewandelt wird, sondern in die Entzündung. Also muss man da daran auch ansetzen. Ja, das waren jetzt mal Komplementärmedizin, schaut genau hin, bezüglich jetzt mal Einflüsse vom Darm und Hormonen, und da haben wir uns angeguckt, Darm, Mikrobiom, Leaky Gut, SIBO, wir haben uns angeguckt, Histamin und auch das MCAS und auch Hormone im Sinne der Neurotransmitter.
Und immer wichtig zu gucken, ist es mein Problem? Und wenn ja, Problem beheben oder die Symptome zu reduzieren. Und dadurch schon mal mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu erreichen. Und ganz kurz zusammengefasst noch, ich finde es trotzdem immer noch wichtig, grundsätzlich bei Long-Covid auch was vom Lifestyle zu tun. Also das ist gut, wenn man diese drei Ursachen rausfindet, aber sozusagen, ich nenne das hier so die Platin-Grundversorgung. Ja, also nicht die goldene, die silberne, sondern Platin, also noch höher, dass man guckt, ich brauche Pacing, ganz wichtig, weil es ist nicht genug Energie da, es wird nicht genug produziert, also muss man sehen, Pacing sich was einteilt und sagen, ich gehe mal 20 Minuten spazieren, klappt so gerade, mache ich mal das, dann schone ich mich. Oder ich hatte auch jetzt eine Patientin mit Long-Covid, die sagte, also vormittags geht es mir 2 Stunden gut, dann mache ich mal die paar Sachen und dann schone ich mich wieder. Also du hörst von mir morgen Vormittag, aber heute nicht mehr. Und was auch toll ist für den Körper, klingt immer so ein bisschen, sind die verwirrend, wieso soll ich meinen Körper stressen, sind die ganzen akuten Stressoren wie Intervallfasten, wie Hitze, wie Kälte, kennt mich mit dem Eisbad und so weiter oder Sauna, weil das sind Sachen, wo von der chronischen Stress der Körper mal weggezogen wird zu einem akuten Stress kurzfristig. Und das ist auch ganz toll, um so chronische Entzündungen mal zu reduzieren. Ja, das ist das Eisbad. Ich kann jetzt kein Foto von draußen geben, weil der Zürichsee hier ist noch 19 Grad. Aber wir bereiten uns schon wieder vor auf den nächsten Winter. Genau. Wim Hof-Methode, Atmung, Frieren, Konzentrieren ist da auch eine ganz tolle Methode zum Beispiel. Genau. Dann werde ich immer gefragt, ja, allgemeine Grundversorgung, Platin-Grundversorgung, da finde ich meine Sache wichtig, klassische Sachen, Multivitamin, Multiminerale hochwertig, OPC, Omega-3, Vitamin D-Sachen sind wichtig, aber auch Proteine, Mikroalgen, Thema Entgiftung und so weiter, oder Moringa, Bitterstoffe für den Körper sind auch sehr wichtig und das will ich als Fundament zu machen. Und wenn man das Fundament hat, dann kann man das, was ich jetzt erklärt habe in diesem Webinar, zu gucken, okay, was habe ich denn jetzt noch zusätzlich? Habe ich das mit dem Darm, mit Histamin, den Hormonen? Dann kann man zusätzlich zu dieser Platin-Grundversorgung und Lifestyle-Änderung arbeiten mit zusätzlichen Vitalstoffen, mit der Vitalfetttherapie. Wie muss ich die Ernährung mal für eine Kurzzeit ändern, um zu unterstützen und wie kann ich Ruhe in meinen Körper reinbringen, wie zum Beispiel mit der Kraniosakraltherapie oder anderen Methoden. Genau. Ja, und damit bin ich eigentlich auch am Ende des heutigen Webinars gekommen. Mehr Informationen noch, sehr ausführlich, könnt ihr finden auf der Seite www.longcovid.tipps. Und da kann man auch eine kostenlose oder eine Long-Covid-Sprechstunde reservieren, dass man sich das mal anschaut und da man ein Erstgespräch macht, egal ob hier in Freienbach oder bequem per Video. Und ihr bekommt auch einen ausführlichen Fragebogen zugeschickt vorher, weil ich finde es wichtig, dass ich mich vorbereiten kann, dass man sieht, was man denn alles schon so gemacht hat und so weiter und was noch nichts gebracht hat und wo noch eine Lücke besteht und eine Möglichkeit sein könnte. Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, euch entweder per Video oder in Freienbach oder beim nächsten Webinar grüßen zu dürfen. Discover Health Center in Freienbach. Ja, zu Lebensqualität und Wohlbefinden.